Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein SCP-07-Moment. Ich bin Lena und ich quatsche heute mit Marcel Zheng. Hi Marcel. Hallo Lena, hi. Marcel, du warst einer der Publikumslieblinge wirklich hier beim SCP. Ich glaube, das kann man so sagen. Du warst ja ziemlich zu Beginn deiner Karriere hier, dann auch noch mal so gegen Ende. Aber zwischendurch auch wirklich bei anderen namhaften Clubs, ne? Mönchengladbach, Berlin, dann noch beim HSV. Was bedeutet dir da Paderborn? Ja, erstmal war ich ja da, wie du schon gesagt hast, zu Beginn meiner aktiven Laufbahn. Blutjunge 23, ich glaube 23 war damals ein Alter, da konntest du noch sagen, das ist ein Küken, gerade wenn man von der zweiten Bundesliga spricht. Und das bedeutet mir so einiges, weil ich in Paderborn auch die Möglichkeit hatte, meinen Stil von Fußball halt auch zu spielen. Und der wurde anerkannt und geschätzt, ne? Und deswegen bleibt das halt auch immer so ein großer Teil in meiner Fußballkarriere. Ja, und in deiner ersten Saison, das war ja auch der Wahnsinn. Du hast ja wirklich alle Spiele gemacht, Tore geschossen, ordentlich Vorlagen auch abgeliefert. War da auch dein SCP-07-Moment schon dabei oder welcher war das? Ja, der war tatsächlich dann in der Rückrunde zumindest. Also es gab ein, zwei Momente natürlich, die dann auch haften bleiben. Der eine ist im Spiel gegen Siegen, im Auswärtsspiel gegen Siegen, wo wir dann den Klassenerhalt geschafft haben, habe ich zum 1-0 getroffen. Und das war so ein bisschen auch dieser Meilenstein, ne? Wo man dann vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, so ein bisschen auch die Hoffnung hat, heute klappt's, ne? Im Auswärtsspiel. Und dann brauchst du halt irgendwie so einen Moment, wo alle sagen, ja, okay, das wird auch heute so funktionieren. Ja, und der andere Moment, wenn ich dir noch erzählen kann, war ja, dann das Auswärtsspiel auch bei 1860, wo ich weiß nicht, wie viel zigtausend Paderborner Fans mitgereist sind. Und das war auch so ein Stück weit was ganz Besonderes. Das ist dann von der Atmosphäre einfach nochmal cooler, ne? Ja, so, dass man auch auswärts so lautstark dann unterstützt wird. Das trägt dann einen auch nochmal so auf den Platz. Und jetzt gerade bastelst du ja, glaube ich, noch an deiner A-Lizenz, ne? Was ist denn dein Traum? Wo willst du hin? Welches Team würdest du mal gerne coachen wollen? Paderborn? Wie sieht's aus? Es gibt einige Mannschaften, so, die sehr interessant sind auch. Und ich rede jetzt nicht nur von irgendwie Champions League-Mannschaften. Ne? Deswegen, also es gibt jetzt keine spezielle Mannschaft, wo ich sage, da unbedingt will ich hin, sondern ich glaube eher so diese Fügung macht es dann. Okay. Ja gut, damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Erstmal. Genau. Ja, danke Marcel. Es war schön von dir zu hören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Bonn und auch für deine weitere Zukunft. Dankeschön. Euch auch weiterhin viel Erfolg. Und viele gute Interviews noch. Jo, danke schön. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und was mich jetzt mal interessieren würde, was habt ihr denn noch für Erinnerungen, die ihr noch an Marcel habt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen uns das alle ganz fleißig durch. Und das war es dann auch schon von mir für heute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.